Wir haben verschiedene Workshops besucht über verschiedene Themen, ja. Und gerade waren wir in einem Workshop über Antifaschismus. Es hat nur gegeben Frieden, Feminismus, Regenbogen und Vielfalt, genau. Mhm. Umweltschutz hat es gegeben. Also wir haben viel diskutiert und viel geredet und das aufgeschrieben, was wir auch in Zukunft weiterbringen wollen. Auch da, was es für uns bedeutet, damit wirklich jeder verstehen kann, was es wirklich ist. Die Fragen waren eigentlich bei jedem Workshop dieselben, nämlich was fällt da zu diesem Thema ein und was wünschst du da für die Zukunft? Ja. Beim Regenbogenthema ist es so, dass alle Menschen mit einbegriffen sind und wir einfach dafür einstehen, dass alle die gleichen Rechte haben und alle genauso glücklich aufwachsen sollen wie wir. Und dass wir alle super sind, egal wen wir lieben, welches Geschlecht wir haben oder wie wir ausschauen. Wir sind halt draufgekommen, dass es viel Arbeit und viel Kraft braucht, damit Frieden auf der ganzen Welt durchgesetzt werden kann. Die wesentlichen Dinge waren zum Beispiel Gleichberechtigung unter den Menschen, weil es halt eben ein total wichtiger Punkt ist, um Frieden auf der Welt zu schaffen. Dann auch die Verteilung von Geld und Macht, weil es halt einfach maßgeblich ist. Und ja. Alles sind Sachen, wo es in der Welt momentan nur Probleme gibt. Voll. Und an allem muss man arbeiten.